Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Europa Universalis 4 mit den Osmanen. Ja, erstmal vorab, es tut mir leid, dass jetzt so lange keine Parts mehr rauskamen. Ist ja schon über eine Woche her. Eine Woche und 3 Tage. Für euch halt, ne? Ja. Es lag einfach nur daran, dass dass mich meine Krankheit wirklich nochmal umgehauen hat. Von vorgestern vor einer Woche, also Freitag vor einer Woche, ich nehme das Ganze hier am Sonntag auf. Da hat es mich nochmal umgehauen. Da konnte ich dann nicht weiter aufnehmen. Und das Ganze ging bis letzten Donnerstag. Und passend ab Donnerstag, so dumm sich das auch wirklich anhören mag, hat mein Internet einfach nur gestreikt. Es hat einfach keinen Bock mehr. Und jetzt nehme ich das, wie gesagt, dann am Sonntag auf. Also für euch gestern. Einfach weil sich das Internet jetzt beruhigt zu haben scheint oder so. Natürlich muss ich da jetzt noch mal gucken. Okay, ich war im Krieg mit den Timoriden, daran konnte ich mich noch erinnern. Ja, was gab's denn noch alles? Wo waren wir hier? Ach, die Natscht. Und die, und ja gut, sollen sie nur herkommen. Ich eigentlich noch meine. Ich habe 3 freie Diplomaten, sowas geht ja mal gar nicht. Flotten. Ich habe 5 einer Flotten. Was ist da denn los? Ach, die hier sind los. Okay, ich verstehe. Ja. Genua? Oh Gott. Geht mir Genua auf den Keks. England, Frankreich. Mann, oh Mann, oh Mann. So, nochmal kurz hier runterschauen. Ah, da war ich also. Ja. Wem gehört das? Ah, Gott. Mit Litauen bin ich anscheinend verbündet. Okay. Werde nochmal Beziehungen verbessern. Frankreich wäre sinnlos, England ist auch sinnlos, Österreich natürlich auch, Ungarn ebenso. Ja, Polen zerfällt. Nogai. Zu wem könnte ich denn mal noch die Leute schicken? Ich als nächstes gegen Jemen in den Krieg ziehen. Oder war ich gegen die jetzt schon im Krieg? Ich weiß es nicht. Man könnte ja mal gucken. Jemen. Ja, mit denen war ich erst im Krieg. Dann würde ich als nächstes wahrscheinlich hier hochziehen. Habe ich mit denen noch eine Staatsehe? Nö. Okay. Ja. Dann. Wem seid ihr verbündet? Ihr Kastilianer. Mit Frankreich, Provence und Portugal. Portugal, mit denen habe ich noch einen Waffenstillstand, genauso mit denen. Provence. Neapel ist verbündet mit der Provence. Aber hier unten brauche ich eigentlich nichts mehr. Sozusagen, ja, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel mit Ungarn. Genua, Ungarn, Savoy und Moskau. Na, herzlichen Dank. Schirwan, mit niemandem verbündet. Das finde ich gut. Georgien ist ein Vasall von Karakyunlu. Okay.
immer noch. Die sind verbündet mit Moskau. Die sind verbündet mit Nogai. Salva Nogai. Ja gut, wird als nächstes halt erstmal hier hochzuziehen. Achso, ja, deswegen, ja. Ja gut, dann machen wir jetzt mal weiter an der Stelle. Obwohl, ja, Kant, mit denen komme ich gut aus. Mit wem komme ich schon noch gut aus, den ich auch nicht direkt angreifen will. Den nicht. Delhi. Schicken wir mal noch einen zu Delhi oder... Oder. Gehen wir direkt nach Shirvan. Ja, wir gehen... Oh ne, Persien hat da schon einen Anspruch drauf. Ne, dann lassen wir das doch Persien erobern. So. Also gebe ich das dann Persien. Georgien. Ich müsste hier halt noch abschließen. Also ich müsste entweder Cisre noch Syrien geben oder Persien. Cisre, keiner von denen, Mosul, Sinjar, nur der Irak. Ja, wahrscheinlich würde ich das 30 oder das 4 den Syrern wahrscheinlich geben. Ja, naja. Ja, jetzt wollen wir aber mal... Wieso habe ich den noch nicht fortgeschickt? Delhi, Orissa... Achso, ja, deswegen. Machen wir da erstmal Delhi. Ja. Ich denke mal, ich werde auch nicht mehr ganz so lang dieses Let's Play ziehen. Vielleicht noch bis 1600, 1650. Oh, ja, das ist gut. Wie viele Truppen haben die noch? Null. Machen wir mal einen schneller. Sonst kommen wir hier ja nie mehr voran. Ja. Okay, die Mauern sind durchbrochen. Das nächste, was ich belagern werde, ist Kabul. Okay, ein Berater ist gestorben. Der Typ. Kolonialreichweite brauche ich nicht, globale Tarife auch nicht. Diplomatisches Geschick wäre nett, aber ich mache nur 888, naja, 883. Ja, dann machen wir die Kolonialreichweite. Ich weiß, ich könnte auch einen raushauen, aber habe ich gerade keine Lust drauf, sozusagen. So. Juhu, jetzt machen die Syrer auch mal mit. Nein, Timuriden. Hier oben werde ich denen nichts abnehmen, denn ich werde dann nach Sind gehen, also Sind angreifen und dann nur noch hier hoch halt. Oh. Go to. Ach, die ersten sind schon down. Bei den zweiten brauche ich meinen anderen Anführer und rein hier. Ja. Ich hatte ja jetzt sowieso eigentlich erstmal nichts weiter. Also ja, hatte ich eigentlich überhaupt nichts vor, außer einen guten Run hinzulegen und euch zu unterhalten natürlich. Ja.
Oh Gott. Leute. Ja. Das ist schlimm. Ach, da oben können sie von mir stehen bleiben und versauern. Gut, da oben wollte ich denen ja eh nichts abnehmen. Also wieso nicht? Ja, Kriegsreparation. Okay, das machen sie noch nicht. Ach ja, stimmt, aber das gebe ich denen ja dann schon. Ja, gut, das kleine bisschen können wir jetzt auch noch machen. Wahrscheinlich, wenn Chiva belagert ist. Würde ich zumindest mal meinen. Nö. Aber ganz knapp. Ja, rufen wir dich halt ab. Oh, ich habe 3 Schiffe. Ah, hier oben habe ich die gebaut. Fahr doch bitte alle hier hin. So, fügen wir euch noch zusammen. Holen uns noch einen Entdecker. Schicken euch. Ja, schicken euch einfach mal nach. Haben wir hier nicht irgendwie. Ne, gut, machen wir erstmal Europa. Eigentlich wollte ich rüber nach Dingens, Amerika. Oh, passt schon. Wo laufen die jetzt schon wieder hin? Sind das Penner, wirklich? Gut, aber wenn Kabul gefallen ist, ihre Hauptstadt, dann können sie es vergessen. Ist das eigentlich das Maximum? Nö. Okay. Das kann ja was werden. Gut, auf die schnellste Geschwindigkeit. So. Jetzt dürften sie alles annehmen. So, erstmal alles, was Persien betrifft. Ich meine, das kostet mich ja nichts. Außer halt ein bisschen. Ja. Hier. Kriegspunkte, aber. Gut. Ja, machen wir das so. Geheimdienstaktion Anspruch fingieren. Hierhin. So. Das kore ich nicht einmal. Das würde ich ganz gern an Persien verkaufen, wenn der andere mal wieder da ist. Wirtschaftsaktion, Provinz verkaufen, hier. Würden sie mir sogar Kohle dafür geben, aber es kostet uns 10 Prestige. Ja, und... Ja.
Aha. Nehmen wir dich hier auch wieder raus. Setzen dich schon mal hier runter. Ja, die halten das locker aus. Ah, Kastilien und Kastilisch-Brasilien. Na gut, Kastilien. Mit wem ist in Portugal verbündet? Die würde ich jetzt nämlich ganz gerne mit Aragon und Kastilien. Gut, dann kann ich Kastilien zwar nicht als, boah, als Kriegspartner reinrufen, aber na gut. Warte mal. Belagern die das immer noch oder was ist hier los? Ja. Hängen aber. Meine Güte. Na, hier runter dann halt auch noch. Ah, kann nur sein, dass ich hier noch hin muss. Werden wir gleich sehen. Nö, muss ich gar nicht mal. Äthiopien, nö. Gerade keine Lust dazu, Äthiopien durchzulassen. So, wie lange dauert das denn noch mit Portugal? Okay, im November 1540 greife ich die also an. Und hole mir Coimbra und Porto. Würde ich zumindest mal wollen. Ja, hier unten, das können sie von mir aus behalten. Das stört mich nicht, das interessiert mich auch nicht. Ja, vielleicht ist es so, dass es noch zurückgeben. Ja, und Kastilien, vielleicht hier oben noch Galizien abnehmen. Oder so. Ja. Mal schauen. Auch noch den Oran, dass sie das zurückgeben. Ja, Aragon lasse ich so, wie sie sind. Ja. Ich hoffe einfach, dass das klappt. Bis dann. Okay. Sind wieder da. Meine drei Schiffchen. Ja, Küste von Weißem Meer. Erkunden. Bis dahin greife ich dann mal Sindh an. Schauen wir mal kurz, mit wem sind die eigentlich verbündet? Ja, Kant? Oh, ah, aua, aua, aua. Aua, ah, haha. Das wird ein größerer Krieg werden. Muss ich also die von hier unten auch noch abziehen, oder was? Unabhängigkeit für Kastilien in Cadiz. Cadiz, Cadiz, wieso ist denn Cadiz so? Ach, deswegen, ja, kommen die 1,3, die kann man vernachlässigen. Wie viel ist hier 0? Ach, 9,9, ja. Ach, da fällt mir gerade auf, ich könnte ja mal durchschauen. Wo ich denn schon überall runterdrehen kann. Okay, da noch nicht. Warte mal, das klingt doch auch einfacher. Hier. Nein, das ging ja erst in dem neuen Patch. Oh, nö. Nicht ernsthaft. Haben wir hier schon irgendwo 10 in Ganja. Ja. Und in Melicates. Machen wir es so. Überall, wo mehr als 10 sind, da schrauben wir direkt runter. Also mehr als minus. Weniger als minus 10. So. Meine Güte. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ja, da muss ich die ja rüberschippern. Oh Mann. Viele Transportschiffe habe ich 20. Geht hier an Bord und fahrt. Ja, wo will ich sie denn mal absetzen? In Gaza, damit sie hier rüberlaufen können. Genau. Oder in Rashid.
Ja, ich lasse in Rashid raus. Ha, okay. Qualitätswolle. Na gut. Ja. Zum königlichen Architekten brauche ich administrative Macht. Ja, sogar dringend. Baukosten, Entwicklungskosten. Ach, das ist das. Ich nehme die administrative Macht. So kann ich sogar jetzt die Sense erforschen. Und komme sogar noch ein bisschen weiter. Das ist gut. Müssen wir so machen. Ja, und dann fahren wir mit denen nach Granada. Da weißen laufen die nach Granada. Ja. Schicken wir die nochmal irgendwo hin. Kanton. Asien, Asien, Ozeanien, Asien, Afrika, Ozeanien, Asien, Nordamerika. Dann fahren wir mal nach Nordamerika mit den Schiffen. Okay. Ah. Was? Oh, Mann. Go to. Sind da noch mehr? Ja. Eine ganze Menge sogar. Lauf du mal hier hin. Und du mal dorthin. Das machen wir jetzt auch ein bisschen langsamer. Ja, dann kann ich eigentlich schon den Diplomaten abberufen. Fällt mir gerade mal ein. Ja, sehr schön. Ja. Nach Korfu, von mir aus. Am 19., 26., 25. So, ihr bekommt den. Dann muss ich noch eins langsamer machen. So, jetzt müssten sie eigentlich gleichzeitig ankommen. 26. und 26. Wann würde der jetzt ankommen? Am 20. also noch 6 Tage warten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26. Das ist gut. Das ist wirklich richtig gut. Gehen wir mit denen auf die Schiffe, fahren nach Rashid. Er will durch Jemen. Kannst du vergessen. Fassen wir die mal wieder zusammen. Na gut, was heißt wieder? Fassen wir die mal zusammen. Oh, okay.
Und dann die Sektwand. Auch noch mein guter General. Ist das ein Rotz? Ich habe nicht mal mehr genug, um hier irgendwie... Warte mal. 140. Er ist mittlerweile, ja. Gut. Ja. Gut, den braucht kein Schwein. Ich halt erstmal ihn. Wollt ihr mich verarschen? Wirklich. Das war gut. Bam. Na ja, doch, lauf nach Bam. Was ein Müll. Ja, jedenfalls können wir jetzt wieder ein bisschen schneller machen. Um darauf zu reagieren. Ja, machen wir das so. Ah, Kolonie ist fertig. Okay, ja, wir sind auch bald bei einer halben Stunde. Ich habe jetzt, glaube ich, ganz schön lang geschwiegen. Oh Mann, ich bin es einfach nicht gewohnt. Tschüss nach Truba, nach Yanbu. Yanbu. So. Können mich kreuzweise. Lauf ich mit denen hier hin. Ja genau, kein Anführer. Was auch gerade mal den Anführer betrifft.
Ich würfel nur mal noch ein. Und nicht ganz so geil. Aber besser als keiner. So, Anführer. Vorne dran. Anführer an zweiter Stelle. Anführer an dritter Stelle. So, sind angreifen bedeutet ja Kant und Deli, den Krieg zu erklären. Okay, also nur Deli. Ja, Kant macht nicht mit. Wegen sehr hoher Kriegsmüdigkeit. Wie wir haben sind und Deli zusammen. Zusammen, genau, zusammen, wollte ich sagen. Das schauen wir noch und dann. Hör ich auf. Also für den heutigen Part. Sind und. Oh. Ja. Ich hab's gemerkt. Deli. Oh. 38.000. 38. Und sind. Falsch geschrieben übrigens, hat 8.000. Also sind wir bei 8.000, was hatte ich gesagt? Oh Mann, 8.000, 8.000, 8.000, 8 und 38 sind wir bei 8 und 38, also ich kann nicht mal mehr rechnen, 46.000. Und 3 mal 17 sind wir bei 34. 54, 61. Und die Technologie ist 9 und 9 und ich habe die Technologiestufe 12. Okay, die sollten kein Problem sein. Hätte ich die hätte ich das dritte ja gar nicht holen müssen. Oder die dritten. Hätte ich die ja drüben stehen lassen können. Aber was soll's. Ja, wie gesagt, damit ist jetzt der Part vorbei. Und ich sag tschüss, euer Mr. Barker.